Ich begrüße Sie herzlich zur dritten Ausgabe der GWG News aus Lübbenau. Das Jahr neigt sich dem Ende, auch für uns ein Anlass, kurz zurückzuschauen auf die zahlreichen Ereignisse. Da war zum einen die unvergessene Enthüllung des Giebelbildes im Lindenviertel. Höhepunkt eines spannenden Wettbewerbes mit reger Teilnahme. Am Ende entschied eine Jury über das Siegerbild. Und der Gewinner hieß Sebastian Franzka, dessen Idee zur Gestaltung des Giebels seit dem 20. August in der Beethovenstraße 14 in voller Pracht und Größe zu bewundern ist. Damit wurde das Lindenviertel nach zahlreichen baulichen und gestalterischen Maßnahmen im Rahmen eines Festes eingeweiht. Modernisierungs- und Umbaumaßnahmen konnten außerdem an zahlreichen weiteren Stellen beobachtet werden. Vom Entlein zum Schwan. So lässt sich die Verwandlung der Albert-Schweitzer-Straße 1 bis 8 wohl treffend beschreiben. Im letzten Jahr wurden bereits die Heizungsanlagen erneuert. Diese sind effizienter und ermöglichen Energieeinsparungen von bis zu 30%. Und auch in der Richard-Wagner-Straße begannen in diesem Jahr Maßnahmen zur Erneuerung der Anlage. Zusätzlich zum Heizungsumbau wurde die eingangsseitige Regenentwässerung wiederhergestellt und alle Eingangsbereiche neu gestaltet. Doch damit nicht genug. Die Außenanlagen wurden einer Schönheitskur unterzogen. Gern erinnern wir uns auch an die Übergabe der Großraumbox in der Albert-Schweitzer-Straße. Erstmals auch nutzbar für moderne E-Bikes. Im nächsten Jahr geht es mit der Umgestaltung und Modernisierung weiter. Wir halten Sie auf dem Laufenden und stellen die wichtigsten Maßnahmen vor. Alles Wissenswerte gibt es auch nochmal im Internet nachzulesen unter www.gwg-lübbenau.de. Es wurde natürlich nicht nur gearbeitet, sondern auch gefeiert, wie zum Beispiel am Brandenburg-Tag, einem Fest mit bis zu 100.000 Besuchern. Hier war ganz Lübbenau auf den Beinen, um den Gästen aus nah und fern ein tolles und abwechslungsreiches Fest zu bieten. Auch die GWG war maßgeblich am Gelingen des Festes beteiligt. Und dass die Lübbenauer vergnügt feiern können, bewiesen sie auch bei zahlreichen anderen Gelegenheiten. Feuchtigkeit aus einer anderen Quelle beschäftigte viele GWG-Mitglieder auch in diesem Jahr. Die Regenentwässerung wird weiter vorangetrieben, um das Problem in naher Zukunft zu lösen. Sämtliche Geschehnisse des Jahres waren auch Thema der Vertreterversammlung am 26.11. in Lübbenau. Am 26. November 2012 fand die diesjährige Vertreterversammlung der GWG Lübbenau statt. Die gewählten Vertreter trafen sich im Vattenfall-Qualifizierungszentrum, um die Gemeinschaftsarbeit des vergangenen Jahres auszuwerten und sich über den Kurs von 2013 bis 2015 zu informieren. Zum Thema Investitionen wurde betont, dass die Genossenschaft ausschließlich Eigenmittel einsetzt und aufgenommene Kredite durch Grundschulden gesichert seien. Modernisierungen wie die Heizungsanlage der Dr. Albert-Schweitzer-Straße 1 bis 8, der Balkonanbau und die Fassadengestaltung im Lindenviertel wurden gezielt vorgenommen. Auch notwendige Aufwendungen für Straßen- und Wegebau, die Aufwertung von Leerwohnungen, den Einbau neuer Türen und Fassadenreinigungen würden vorher auf Notwendigkeit geprüft. Für 2013 und folgende Jahre sind weitere Aufzüge, die Erneuerung bestehender Heizungsanlagen, die Weiterführung des Türenprogramms, Fassadenreinigungen und Malerarbeiten in Treppenhäusern geplant. BBU-Verbandsvertreter und Wirtschaftsprüfer Alfons Feld resümierte im Anschluss den Bilanzbericht wie folgt. Die GWG ist besser und sicherer als vergleichbare Unternehmen aufgestellt. Die deutlich unterdurchschnittlichen Kosten der Verwaltung und die umsichtige, langfristige und vorsichtige Planung sorgen für eine sichere Zukunft. GWG-Mitarbeiter Matthias Nabitz ging auf die weiteren Bemühungen zur Senkung der zweiten Miete ein und bestätigte auf Nachfrage die im deutschlandweiten Vergleich günstigen GWG-Betriebskosten. Mit der neuen Heizungsanlage in der Dr. Albert-Schweitzer-Straße 1 bis 8, für die jetzt erste Zahlen vorliegen, konnte der Jahreswärmeverbrauch von etwa 600.000 Kilowattstunden auf ca. 412.000 Kilowattstunden gesenkt werden. Die bisherigen und künftigen Erneuerungen zahlen sich nun auch nachweislich aus. In den Ausführungen von Margitta Matern wurde auch die gute Arbeit des Seniorenteams geschildert und betont, dass dieses inzwischen zu einem festen Bestandteil der GWG geworden ist. Die Angebote werden gut angenommen. Seniorenteammitglied Hans-Jürgen Große hatte die Gelegenheit, über die gemeinsamen Unternehmungen wie zur Senftenberger Seenplatte und bei der Dampferfahrt nach Pirna zu berichten. Die Ziele für 2013 stehen noch nicht fest. Als Möglichkeiten werden die Gärten der Welt in Berlin-Marzahn, eine Brückenfahrt in Berlin oder eine Fahrt zum Gut Geisendorf diskutiert. Holger Siebert dankte in seinen Ausführungen auch der Sportgruppe des Seniorenteams für ihren Fleiß.
Neben vielen regionalen Engagements unterstützt die GWG auch die Aktion des Lausitzer Spendenverein e.V., der unverschuldet in Not geratene Menschen in Lübbenau hilft. Die GWG ruft alle Lübbenauer auf, sich aktiv an der Aktion zu beteiligen. In vielen Geschäften, beispielsweise im Kolosseum Lübbenau, lassen sich die dazu notwendigen Taler sammeln. Nähere Infos gibt es bei allen beteiligten Händlern oder direkt bei der GWG Lübbenau. Versammlungsleiter Lutz Vento appellierte mit seinem Schlusswort an die Anwesenden und Mitglieder, sich mehr in die Genossenschaft einzubringen und Mut für neue Aufgaben zu haben. Nach der einstimmigen Entlastung des Vorstandes traf man sich anschließend zum gemeinsamen Essen und genussvollen Beisammensein. Anlass für den einen oder anderen, das eben Gehörte noch einmal Revue passieren zu lassen. Fazit des Ganzen: Hier lässt es sich gut leben und alle sind eingeladen, sich einzubringen. Na, wenn das kein tolles Fazit ist. Herr Rehbein, die Vertreterversammlung ist zu Ende. Wurden Ihre Erwartungen erfüllt? Meine Erwartungen wurden sehr erfüllt. Sowohl die Darstellung der einzelnen Punkte in der Agenda, sowie auch die detaillierte Darstellung der einzelnen Zahlen und die Untermauerung mit bestimmten Maßnahmen und so weiter hat mich sehr beeindruckt und ich bin sehr zufrieden. Das war besser wie im vorigen Jahr. Ich wohne im Lindenviertel. Dort hatten wir ja letztens erst das Eröffnungsfest. Das ist wunderbar geworden. Sowohl die Blöcke, die farbliche Gestaltung als auch das Umfeld, das heißt Blumenrabatten und so weiter, das gefällt mir sehr gut. Und auch sonst ist die AWG, die GWG, Entschuldigung, AWG war es ja früher, sehr aktiv, was die bessere Ausgestaltung der Stadt beinhaltet, um, wie heute auch angesprochen, neue Mieter da für die GWG zu begeistern. Und das gelingt zunehmend. Dann haben wir ja heute eine ganze Menge Zahlen gehört, die ja eine eindeutige Sprache sprechen. Die Zahlen weisen alle in eine gute Zukunft. Bewerten Sie das ebenso, wie das vom Vorstand dargestellt wurde? Das bewerte ich genauso und bin sehr zufrieden, dass wir in diesen Zeiten der Krise einen sehr guten wirtschaftlichen Stand haben und wir zukünftig nicht erwarten müssen, dass wir irgendwie mal unbezahlbare Mieten halten werden, sodass ich mit dem Ergebnis sehr zufrieden bin und hoffe, dass die Arbeit in der Richtung weitergeht. Herr Albrecht, auch an Sie die Frage nach der Vertreterversammlung. Sind Sie mit der Arbeit des Vorstandes zufrieden? Haben Sie die gleichen Schlüsse gezogen wie der Vorstand? Ja, ich muss sagen, ich bin seit 1964 bei der GWG oder früher ABG und jetzt GWG und ich bin für die ganzen Jahre sehr zufrieden mit der ganzen Arbeit und ich muss so sagen, weiter so, wie Sie es bis jetzt gemacht haben. Ganz prima. Gibt es von Ihrer Seite noch irgendwelche Vorschläge, die zum Beispiel heute nicht berücksichtigt wurden, aber wo man sich sagt, das könnte man in Zukunft vielleicht noch anders machen? Also ich muss sagen, das, was Sie bis jetzt gemacht haben, ist so gut, dass mir keine neuen Vorschläge einfallen. Ja, weil die Arbeit ist wirklich gut mit dem Vorstand. Wir kennen uns ja schon lange, da wie gesagt seit 64 ich dabei bin. Und immer in der gleichen Wohnung. Jetzt kriegen wir noch einen Lift dazu. Das ist natürlich noch besser. Die ersten jetzt hier in der August-Bremel-Straße, wie vorhin auch schon angeschnitten wurde. Also einwandfrei. Ich kann nichts Gegenteiliges behaupten, nur positiv über die ganze Arbeit des Vorstandes und der ganzen Arbeit von den ganzen Mitarbeitern. Sehr super. Dann haben wir heute eine ganze Menge Zahlen gehört, die berechtigterweise auch ein bisschen stolz machen können auf die Wirtschaftsleistungen der Genossenschaft. Sehen Sie das auch so? Ja, ich sehe das auch so und das ist hier mein Ausdruck, dass das alles wunderbar bis jetzt gelaufen ist. Ist zwar jetzt im Moment die Zahlen sehr viel, aber wenn man das jedes Jahr sieht, über die ganze Entwicklung, dann kann man sich da schon einen Überblick verschaffen und man kann nur positiv reden. Erstmals in unserer Sendung möchten wir auf rechtliche Fragen und Belange unserer Mitglieder eingehen, die immer wieder Thema im Alltag sind und das Zusammenleben regeln. Unser Rechtsanwalt Herr Frank Schöne aus Karlau steht uns für diese Fragen zur Seite und hilft dabei, Licht in die oft schwer zu überblickenden Gesetze zu bringen. Sie haben das sicherlich auch schon einmal irgendwo gesehen. Satellitenschüsseln in allen Farben und Größen angebracht am Balkon und oft nicht gerade zum Vorteil des Erscheinungsbildes eines Wohnhauses. Auch innerhalb der GWG-Mitglieder ist das ein Thema. Dazu gibt es eindeutige Vorgaben, wie Rechtsanwalt Frank Schöne erläutert. Die Rechtsprechung sagt vom Grundsatz her, jeder Mieter ist berechtigt, eine SAT-Anlage zu installieren, um seinem Recht, seinem Grundrecht auf Information nachkommen zu können. Insoweit ist aber zu beachten, dass
die SAT-Anlagen so angebracht werden, dass also bautechnische Fragen Berücksichtigung finden. Sie müssen auch fachmännisch angebracht werden und sie müssen dem Informationsbedürfnis dienen. Darüber hinaus ist natürlich die ästhetische Frage, und das ist eine grundsätzliche Frage, zu beachten. Wir haben oftmals SAT-Antennen, die sehr deutlich sichtbar sind, andere wieder sind zurückgestellt. Vom Grundsatz her ist es so, es soll so sein, dass das Gesamtbild des Gebäudes oder der Gebäude nicht beeinträchtigt wird. Die Konsultation mit dem Vermieter sollte zwingend erfolgen. Der Vermieter kommt auch auf den einzelnen Mieter zu, wo dieses Problem akut ist und abzuändern ist. Das Verhalten der Vermieter ist sehr unterschiedlich hierauf. Daher wird es in Zukunft so sein, dass auch der Mieter angeschrieben wird und aufgefordert wird, innerhalb einer bestimmten Frist diese SAT-Anlage so zu versetzen, dass die ästhetischen Voraussetzungen gegeben sind. Die Kosten für die Anbringung der SAT-Anlage hat grundsätzlich der Mieter zu tragen. Und ja, das wären eigentlich die wesentlichen Punkte, die hierzu zu sagen wären. Es gibt noch einiges zu tun. Sie können selbst durch die Stadt gehen und werden feststellen, dass es doch hin und wieder Mieter gibt, die ästhetische Fragen nicht gerade berücksichtigen. Und es gibt zwar bisher noch keinen Rechtsstreit diesbezüglich, da das einvernehmliche Miteinander gesucht wird, um hier den Wünschen und den Rechten der Mieter gerecht zu werden. Tiere bereichern unser Leben ungemein und sind bei vielen Menschen aus dem Lebensalltag nicht mehr wegzudenken. Zum Problem wird die Tierliebe jedoch, wenn durch Lärm- und Geruchsbelästigung das Wohl anderer beeinträchtigt wird. Was muss ich dulden und was kann ich tun, wenn Tierhalter sich nicht an die Regeln halten? Eine häufig gestellte Frage ist die Haltung von Tieren in der Wohnung selbst. Viele Bürger fühlen sich durch die Tierhaltung belästigt oder aufgrund dessen, dass die Tiere bei dem Gang nach draußen auch ihr Geschäft machen und einige Bürger dann nicht dafür Sorge tragen, dass die Hinterlassenschaft dann beseitigt wird. Insoweit gibt es immer wieder Probleme, die zu regeln sind. Vom Grundsatz her ist es so, dass jeder Mietvertrag diesbezüglich eine Regelung enthält. Hier ist es der Paragraph 4 in Ihren Mietverträgen, der hierzu ganz konkrete Aussagen trifft. In Paragraph 4 Ihres Mietvertrages ist geregelt, dass das Halten von Katzen und Hunden grundsätzlich der Genehmigung des Vermieters bedarf. In der Regel wird dem stattgegeben und es ist aber immer bezogen auf ein ganz bestimmtes Tier. Sollte jetzt aufgrund des Todes eines Tieres oder Abhandenkommen eines Tieres ein neues Tier angeschafft werden, sollte ein Tier wieder angeschafft werden, so ist es so, dass wieder eine Genehmigung des Vermieters einzuholen ist. Das gilt nicht für Kleintiere, Kanarienvögel, Fische oder Hamster. Grundsätzlich ist aber geregelt, und das ist fettgedruckt, dass zum Beispiel das Halten von Kampfhunden nicht erlaubt ist. Zu den Kleintieren ist noch wie folgt auszuführen. Ich sagte ja, es ist grundsätzlich gestattet, aber so wie überall liegt das Problem im Detail. Stellen Sie sich vor, ein Mieter hält zum Beispiel giftige Spinnen oder andere Wirbeltiere. So ist es vom Grundsatz her so, dass man diese Tiere zwar halten darf, aber in Terrarien, von diesen Terrarien darf aber wiederum keine Gefahr ausgehen. Jetzt kann es sein, dass nach diesem allgemeinen Gebot, dass jeder auch Terrarien in seiner Wohnung haben darf, kann es sein, dass einer sagt, okay, ich nehme 4 Terrarien,
mit 1000 Liter Fassungsvermögen, dann haben wir schon wieder ein baurechtliches Problem. Was ich damit sagen will, ist vom Grundsatz her, sollten jetzt bestimmte Tierhalter zu der Auffassung gelangen, dass ich so viel Kleintiere wie möglich halten kann, so ist das wiederum nicht richtig und tangiert wiederum den Mietvertrag, in dem es heißt, soweit es von der Norm, von der Normalität nicht abweicht. Also ich kann kurz gesagt aus meiner Wohnung kein Zoo machen mit Kleintieren. Das würde wiederum es für erforderlich machen, dass der Vermieter als solcher gehört wird. Die Zeit zum Jahresende ist die Zeit des Zusammenseins und des Feierns. Auch hier gelten klare Vorgaben und Verhaltensregeln für die Feiernden und die Nichtfeiernden gleichermaßen. Damit alles friedlich bleibt und die schönen Erinnerungen nicht getrübt werden. Was sollte hier beachtet werden? Eine häufig gestellte Frage ist die der Lärmbelästigung. Hier unterscheiden wir einmal die Lärmbelästigung ausgehend von Bauarbeiten, die der einzelne Mieter innerhalb seiner Wohnung vornimmt oder ausführen lässt oder aufgrund von Feierlichkeiten. Fangen wir mit dem letzten an. Die Feierlichkeiten sind üblich und gewollt, aber sie müssen sich in einem bestimmten Rahmen halten. Sollte es zu einer Lärmbelästigung kommen, dann sollte man in der Regel mit dem Umkreis, also mit den Nachbarn sprechen und sagen, okay, wir haben hier eine Feier, die könnte etwas lauter werden, da wird jeder Verständnis haben. Nichtverständnis wird aufgebracht dann, wenn es eine ständige Belästigung darstellt, also das heißt, mehrfach in der Woche gefeiert wird und der wohlverdiente Schlaf der einzelnen Mitmieter dadurch gestört wird. Es ist allgemein bekannt, dass die Lärmempfindlichkeit bei jedem Menschen unterschiedlich ist. Das hat natürlich zur Folge, dass einzelne Ereignisse auch unterschiedlich bewertet werden. Vom Grundsatz her darf also von einer Wohnung keine Lärmbelästigung ausgehen, die den anderen Mieter in seinem Wohlbefinden stört. Dazu gibt es einige Regelungen im Landesemissionsgesetz des Landes Brandenburg. Und zwar heißt es da, dass Lärmbelästigung, das heißt Feierlichkeiten, Arbeiten in der Wohnung, die Lärm verursachen, an Sonn- und Feiertagen nicht zu vollziehen sind. Sie werden auch in Ihrem Mietvertrag dazu keine konkrete Regelung finden. Es gibt Zeiten, die für jeden allgemein gültig sein sollen. Das heißt also, dass man von 13 bis 15 Uhr keine Lärmbelästigung zulässt, ausgehend von der eigenen Wohnung, und sodann in der Zeit von 22 bis 7 Uhr beziehungsweise am Wochenende von 22 bis 8 Uhr. Weiterhin wäre dazu zu sagen, dass Lärmbelästigungen an Feiertagen ohnehin untersagt sind und an Sonntagen ebenfalls. Sollten Lärmbelästigungen an diesen Tagen davon ausgehen, haben Sie die Möglichkeit, auch die Polizei zu holen oder, wie schon ausgeführt, sich an Ihren Vermieter zu wenden, um auf diesen Umstand hinzuweisen, so dass dieser wiederum mit dem Vermieter Verbindung aufnimmt, mit der Maßgabe, dass er sich zukünftig an die Spielregeln hält. Sollte dem dennoch nicht sein, kann ich Ihnen nur raten, konkret aufzuschreiben, wann Sie Lärmbelästigung wahrnehmen, sich mit anderen Mietern zu verständigen, ob Sie das ebenfalls wahrgenommen haben, um dann nach einem gewissen Zeitraum wiederum an den Vermieter heranzutreten, mit der Maßgabe, seine rechtlichen Möglichkeiten zu nutzen, um den Mieter, von dem seiner Wohnung aus die Lärmbelästigung ausgeht, entsprechend zu kontaktieren
und dafür Sorge zu tragen, dass es zukünftig unterbleibt. Vielen Dank an dieser Stelle an den Rechtsanwalt Frank Schöner. Werte Zuschauer, wir laden Sie ein, auch Ihre persönlichen Fragen zu stellen. Schicken Sie dazu einfach eine Mail an die eingeblendete E-Mail-Adresse. Zum Abschluss dieser Sendung möchte ich Ihnen Impressionen vom wirklich gelungenen Lichterabend im Café Hanschick nicht vorenthalten. Am 7. Dezember lud der Seniorenclub der GWG im Café Hanschick zum Lichtelabend ein. Bei einer wirklich tollen Stimmung gab es Kaffee, Kuchen und viel Unterhaltung. Ein großer Dank an dieser Stelle gilt dem Kinderchor der Werner Seelenbinder Grundschule für das gelungene Medley beliebter Weihnachtslieder. Damit trafen sie bei vielen genau ins Herz. Ebenso begeisterte die Künstlerin Martina Maria Preil, die sich einen höchst amüsanten Schlagabtausch mit dem Weihnachtsmann lieferte. Sie würzte ihren Auftritt mit musikalischen Evergreens. Der Lichtelabend war zum wiederholten Mal eine absolut gelungene Veranstaltung und weckt bereits jetzt die Freude auf die Fortsetzung im nächsten Jahr. Wo kann man sie denn sonst außerhalb solcher Veranstaltungen noch sehen? In und um Berlin, in vielen Theatern, in vielen Kleinkunstbühnen. Aber erwarten Sie jetzt bitte nicht, dass ich Ihnen die alle aufzähle. Sind natürlich auf meiner Homepage im Internet nachzuschauen. Und wer möchte, kann dann die jeweilige Veranstaltung besuchen. Ich würde mich freuen. Nutzen Sie ruhig die Gelegenheit. Sagen Sie uns natürlich mal bitte Ihre Adresse. Dann können wir alle nachgucken. Das ist ganz, ganz einfach. Das ist www.martina-maria-preil.de. Kann man sich merken. Frau Preil, welche Beziehung haben Sie denn eigentlich zur Stadt Lübbenau? Also keine direkte, bis auf die wunderbare Spreewaldgurke, die ich ohne Beilage, ohne weiteres verzehren kann. Das ist meine liebste und meine beste und eine andere würde ich auch nie essen. Herr Vogel, Sie sind der Sprecher des Seniorenclubs der GWG Lübbenau. Erstmal herzlichen Glückwunsch zu dieser tollen Veranstaltung. Und Sie sind ja der Organisator des Ganzen. Ich denke, das ist doch mit unglaublich viel Aufwand verbunden und kostet bestimmt auch eine Menge Nerven. Aber wie ich gesehen habe, macht es Ihnen trotzdem Spaß. Ja, es macht es Spaß. Es geht ja nicht bloß um die Veranstaltung heute, sondern ein Programm, was wir über das ganze Jahr hin abspulen. Ich habe vorhin schon gesagt, wir haben in diesem Jahr 38 Veranstaltungen gemacht, im kleinen und etwas größeren Rahmen, zwei schöne Bustouren und haben insgesamt fast 500 Leute erreicht. Ne? Und das ist doch schon was für so eine kleine Genossenschaft. Sehe ich auch so. Also auch heute hier kann man ja wirklich dann von einer regen Besucherzahl oder Zuschauerzahl ausgehen, wo ich sage, das hat mich dann doch schon etwas überrascht für Lübbenau, aber das zeugt ja von einer aktiven Seniorengemeinschaft, die eben, wie Sie schon sagten, auch eine ganze Menge unternehmen. Wie ist denn die Resonanz der Leute, die im Prinzip sich da auf Sie verlassen? Ja, horchen Sie doch mal rum, fragen Sie mal den einen und den anderen. Es gibt Stammleute, die sich in mehreren Veranstaltungen einklinken. Es gibt leider auch Leute, die man ganz schwer, früher hat man gesagt, hinter den Ofen vorkriegt, heute sagt man, vom Bildschirm wegkriegt. Aber allmählich mehret es sich und kann sagen, wir haben steigende Tendenz und für nächstes Jahr sind 40 Veranstaltungen geplant mit einigen Neuerungen. Ich habe auch auf den Tischen überall Zettel verteilt, wo Ideen eingebracht werden können, die wir dann versuchen, im Rahmen der Möglichkeit umzusetzen. Und das natürlich mit Unterstützung unserer Wohnungsgenossenschaft. Und das ist ganz wunderbar. Tja, und das war's auch schon wieder mit dieser Ausgabe. Zusätzliche Informationen zu allen Themen erhalten Sie auf unserer Website unter www.gwg-lübbenau.de und natürlich direkt auf unserer Geschäftsstelle. Das gesamte Team der GWG Lübbenau wünscht Ihnen und Ihren Angehörigen eine schöne und besinnliche Weihnachtszeit. Genießen Sie die Tage, wenn die Uhren etwas langsamer ticken. Gedenken Sie dabei auch der Menschen, denen es gerade nicht so gut geht und die vielleicht alleine sind. Wir wünschen Ihnen einen guten Rutsch in das Jahr 2013. Das gesamte Team der GWG freut sich darauf, Sie im neuen Jahr wieder begrüßen zu dürfen. Gestalten Sie gemeinsam mit uns das Umfeld in einer starken Gemeinschaft. Bleiben Sie gesund und voller Zuversicht. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, Ihr Tom Jurisch.